Servus, Grüezi und hallo zu einer weiteren Folge von Schucki Banucki Daily, eurer Portion Angeberwissen für den Tag. Damit bringen wir euch wieder sicher durch den Tag. Ja, hast du schön gesagt. Oh. Habe ich auch so nicht gelernt. Richtig gut. Das ist der Elad. Das ist der Anna. Ja, wir reden heute über den 11. Dezember. Heute am 11. Dezember hätte Geburtstag gehabt. Achso, ich dachte, jetzt kommt... Nicht September, Dezember. Ich bringe diese Wochen immer durcheinander. Hm. Wer hätte denn Geburtstag gehabt? Der Schenk, der Heinz. Heinz Schenk, hessische Ikone, hessisches... Zum blauen Krug. Ne, das war ja bayerisch. Das ist ja Sapperlot. Ihr habt schon wieder alles durcheinander gebracht. Erstens heißt es nicht Krug. Zum blauen Dendel, zum blauen Hirsch, zum blauen Bock. Stimmt? Also. Was? Blauer Bock? Ja. Ja. Bei Version Nummer 15 hast du dann irgendwie Bock gesagt und dann stimmt's irgendwann mal. Ja. Aber immerhin, ja. Ohne Hilfe. Dankeschön, Regie. So. Ja, blauer Bock. Heinz Schenk hat jahrelang den blauen Bock gemacht. Hm. Das war so ein Musikantenstadel für Hessen, ne? Nee, also so schlecht war es nicht. Es war, also ich habe als Kind der Blaue Bock auch nicht geguckt, weil es mir zu doof war. Aber so schlecht war es nicht. Aber so schlecht wie Musikantenstadel war Blauer Bock niemals. Die sind da immer von Stadt zu Stadt gefahren bei Blauer Bock. Das war ganz, ganz signifikant für diese Sendung, dass die von einer Stadthalle zur nächsten Stadthalle so gefahren sind. So wie Wetten, das. Ja, aber da sind die in die großen Städte gefahren, bei Wetten, das. Und bei Blauer Bock waren sie in den kleinen Städtchen drin. Da gab es die schönen Bembel. Ebbelwoi. Das Ding war, die waren immer in Hessen. Was? Konnten ja bei Wetten, das waren sie ja in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich rede vom Blauen Bock. Ja, aber das ist der Unterschied gewesen. Und beim Blauen Bock waren sie immer in irgendeiner Stadt in Hessen. Das war ein riesen Ding. 1991 im niederländischen Maastricht wird von den Staaten der Europäischen Gemeinschaft die Einführung der europäischen Währung bis 1999 beschlossen. Also die haben nicht beschlossen bis 1999. So lange haben sie nicht gebraucht. Die sind langsam, aber nicht ganz so langsam, sondern sie haben gesagt, hier, wann machen wir es, Jungs? Jungs, wie schaut's aus? Nächste Woche? Oh, nächste Woche bin ich unterwegs. Ja. 2 Jahre, ging es dann die ganze Zeit weiter. Und 1999 haben sie gesagt, da muss der Euro kommen. Zack, europäische Währung. Ja, und genau. Kam er dann, 2001 kam er dann. Ja, und seitdem haben wir den Euro. Den Euro? Euro. 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 Ja. Genau. Euro. Euro? Mhm. Hat irgendwas Anrüchiges. Das ist ein bisschen Euro. Ey, Huro. Ja. Nicht Huro. Ach so. Sorry. Am 11. Dezember 1980 kam ein Film in die Kinos. Ein Film nur? Der, Komma, nicht Punkt. Ach so. Komma. Der? Der. Richtig, richtig. Gib mir einen Tipp. Gib mir einen Tipp. Gib mir einen Tipp. Film. Oh. Oh, oh. 1980. Oh, haha. 11. Dezember. Hat was mit Star Wars zu tun. War der zweite übrigens. Also Episode... Die Rückkehr der Jedi-Ritter. War es nicht, denn das war der erste. Der zweite war das... Nee, Rückkehr der erste war Star Wars. Dann war Imperium schlägt zurück und dann Rückkehr der... Also war es Imperium schlägt zurück. Imperium schlägt zurück. Ja. Das Imperium schlägt zurück. Episode 5. The Empire Strikes Back. Auf Französisch. Ja, genau. Kam in die Kinos und war ein Riesending. Ist das eigentlich so dein Ding gewesen, so in der Kindheit? Damals nicht, heute mehr. Echt? Ja. Bei mir schon damals. Ja, aber heute nicht. Nee, ja. Zu weniger. Genau. 11. Nachdem Dezember. Ich herausgefunden habe, dass es gar nicht echt ist. Also ich war immer auf der Seite der Imperialen. Darth Vader. Ganz Warst cool. du ein Darth Vader Lover? Nee, also diese Uniform und der Rassismus, der offene. Und also das hat mich irgendwie tief berührt. Ja, ja, genau. Ja, deswegen auch die Glatze heute. Ja, genau. So, 1946 haben die Vereinten Nationen etwas in New York gegründet. Die Kuckucksklan. Um beim Thema zu bleiben. Nein, das Kinderhilfswerk UNICEF. Und UNICEF sollte sich nämlich sowohl in China als auch in Europa um all die Kinder kümmern, die aufgrund der Weltkriege in Not geraten sind. Und UNICEF gibt es ja bis heute noch. Eine coole Institution. Und die ich heute kein zweites Thema gehabt hätte. Deshalb danke an dieser Stelle. Ja. Also wirklich, vielen Dank. Ja. Du, das war's.
Wir sehen uns wieder morgen am 12. Dezember. Bis dahin könnt ihr unseren Kanal liken und könnt unser Video hier kommentieren und Daumen hoch und sowas. Wie machst und das ganze du das Zeug. Eigentlich? Das ist ja echt der Hammer. Hey, krass, ne? So hier. Alles klar. Tschüss. Yo, Miss Sophie.